Freunde, wie sie sich nur untereinander nannten, waren nun im Begriff mitzuhandeln, da ihnen der einst neue Häftling das zeigte, von dem sie schon lange nicht mehr zu denken wagten. Dem Kampf um die Freiheit. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Okay. Ganz ruhig, Milton. Ganz ruhig. Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Butler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten. Bitte, sprich doch mit Diego. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen. Denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Hi-ho, Kumpel! Auf in den Kampf! In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Was hast du in der freien Mine gesehen? Nachdem ich von der Klosterruine zurückkam, wollte ich einen Abstecher zu Okyl, dem Boss der freien Mine, machen. Doch als ich ankam, lagen überall Leichen herum. Ich konnte gerade noch sehen, wie sich einige Gardisten im Mineneingang verschanzten. Sah mir sehr nach einem Angriff aus dem Hinterhalt aus. Niemand hätte erwartet, dass Angreifer über die Berge kommen würden. Wie konnten so viele Söldner 2 Dutzend Gardisten unterliegen? Das Überraschungsmoment kann die Stärke einer Truppe vervielfachen. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Bis später. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet. Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Lee hat mich bei den Söldnern aufgenommen. Gut, sehr gut. Dann gehörst du nun offiziell zu unserer Gemeinschaft. Sei herzlich willkommen. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird.
Da wäre noch ein Problem. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Und dann kam es, dass der Held mich besuchte in meinem abgelegenen alten Turm. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Aha. Ein würdiger Beweis. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen... Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine.
Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen.